Da ist auch nichts mehr. Und da gibt es die eine Türe hier noch. Verschlossen. Es ist schön, dass man durch Türen gehen kann. So, wieder aufdrehen. Das da oben habe ich gar nicht gesehen. Ja, gehen wir wieder durch. Und schauen, was Neues gibt. Na schön, langsam erschreckt er sich selber nicht mehr. Bei dem Ding. Alter, das Ruckeln geht mir zum Zager. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Läufst du wieder stabil, oder? Ich glaube, ich muss einmal... Wenn es weiterhin so ruckelt und zuckelt, muss ich einmal eine Aufnahmepause machen. Beziehungsweise... Spiel neu starten. Da ist doch ein Schatten, oder? Das träume ich doch jetzt nicht, oder? Nicht erschrecken, nicht erschrecken, nicht erschrecken. Ach Mensch, jetzt ist er weg. Die Fraps sind auch weg. Ja, Freunde, so kann das nicht gehen. Ich glaube, da werde ich eine Aufnahmepause kurz machen. Beziehungsweise nicht eine Aufnahmepause, sondern ein Spiel starten, Neustart. Ich schaue mir das jetzt noch ein paar Sekunden an, aber dann ist Schluss mit lustig. Ja. Ja, ja, ich komme schon, nur keine Panik. Ich komme schon. Na komm, ich habe mich doch gar nicht geschreckt und er verliert trotzdem Lebensenergie. Ich habe jetzt extra die Hand weggegeben von der Maus, ja, dass ich mich nicht erschrecke, weil ich habe das nämlich genau gewusst, dass da hinten was ist oder irgendwas ist. Tja, hat uns der Pizzabote statt einer Pizza einen Schlüssel dagelassen. Ist ja auch mal auch was Feines, ne? Und jetzt haben sie sich wieder beruhigt, oder was? Strange. Ich glaube, ich sollte mal melken, welche Türe offen war und welche zu war. Müsste das Licht schon wieder abdreht. Das ist unser Schlafzimmer. Hier können wir reingehen. Licht an. Herrgott. Immer diese Putzhälterin, die was das Licht immer abdreht. Wegen Strom sparen. Geht ja gar nicht. So, ihr merkt doch, ich werde ein bisschen leiser. Weil ich ein bisschen ängstlicher werde. Und passt dieser Schlüssel eventuell hier rein? Ja, er passt hier rein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein, nicht abdrehen. Aufdrehen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Sie ist zu. Okay, von da bin ich gekommen. Das heißt, ich habe ja eh nur eine Möglichkeit. Und zwar hier. Kerze. Brauchen wir nicht. Puh. Lichtschalter. Braucht man keine Taschenlampe verschwenden. Ja, zünden wir dann. Schmeckt bestimmt noch gut. Da haben wir noch ein Blatt Papier. Wieder Zigaretten.
Scheiße, da haben wir noch Batterien. Die kann ich jetzt nicht verwenden mehr. Streichhölzchen haben wir auch noch. Haben wir sonst noch irgendwas da, was wir brauchen könnten? Durch diese Türe hier kommen wir nicht. Okay. Na gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, wir lesen. Linda war sich sicher, dass einige Möbel gestern noch anders gestanden haben. Ich glaube aber, dass sie es sich nur eingebildet hat. Tja, glaubst du oder bist du dir das sicher? Das ist die Frage. Tag 5. Der Spielstand wurde gespeichert. Das ist schön. Das ist sehr schön. Gut, jetzt haben wir schon wieder den einen verkackten Schlüssel nur. Achso, warte mal, das tägliche Ritual. Okay, das war's. So, jetzt schaue ich nochmal, ob der Spielstand, ob das noch immer so ruckelt und zuckelt. Und wenn ja, was es tut, dann mache ich eine kurze Aufnahmepause, Freunde. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin, tschüss. Jo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Pineview Drive. Jo, das letzte Mal sind wir hier zwangshalber stehen geblieben, beziehungsweise wir fangen jetzt von Tag 5 an, wo wir aufgestanden sind, weil es ja geruckelt und gezuckelt hat wie die Hölle und ich weiß es nicht warum. Jo, schauen wir mal, ob sich der Computer jetzt vielleicht beruhigt hat. Ansonsten drehe ich ihn einfach auf und ab. Schauen wir mal, aber bis jetzt schaut es ziemlich gut aus. Die Türen öffnen sich flüssig. Jo, keine Ahnung, wie gesagt, vielleicht braucht er mal wieder einen Neustart. Rennt ja schon schließlich 10 Tage lang durch. Sollte eigentlich aber an und für sich nichts ausmachen für den PC. Ich habe keine Ahnung. Aber mal gucken. Weil eigentlich der PC sollte ja noch stark genug für das Spiel sein. Na, kommt schon wieder zum Ruckeln an. Das gibt's ja nicht. So, ja, keine Ahnung, was wir jetzt hier noch machen. Wir haben noch immer diesen einen verkackten Schlüssel, der nirgendwo passt. Wir rennen einfach wieder quer durch die Räume durch. Schauen wir mal, ob sich vielleicht irgendwas wieder ergibt. Beziehungsweise, nein, wir müssen jetzt erwarten, bis es ein bisschen finster ist, weil dann erscheint ja die Alte da im Vorraum. Also hier, ne, wo es jetzt nicht erscheint dabei. Vielleicht müssen wir das Licht aufdrehen, ich habe keine Ahnung. Gehen wir halt nochmal rein. Dann drehen wir hier auch nochmal das Licht auf. Scheint's jetzt? Nö, noch immer nicht. Oh, ich kann zurückrennen. Haha, das ist geil. Ich kann vor- und zurückrennen. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Noch immer nicht da. Jetzt langweilig. Lass dich blicken, Alte. Ach Gott. Geh ich da mal da spazieren. So, Licht aufdrehen. Da Licht aufdrehen. Hat sich noch immer nichts getan. Kann ich da noch immer durchswitchen? Hui, ja. Na gut. Hat sich jetzt was getan? Noch immer nicht. Okay. Gut, dann gehen wir da durch. Licht aufdrehen. Sonst ist es finster. Da können wir nichts machen. Hallo, da will ich anstrahlen. Da hat sich auch nichts getan. Nö. Die Tür ist wieder da übrigens. Da hat sich auch nichts getan. Außer, dass wir jetzt das Licht aufdrehen wieder. Und da herinnen hat sich natürlich auch nichts getan. Außer, dass wir jetzt das Licht aufdrehen. Was wir eh jeden Abend machen. So, ist die Alte jetzt schon da? Ist die Alte da? Ist die Alte da? Muss man schauen, muss man schauen. Tür aufmachen. Alter, die Alte lässt sich aber Zeit. So, ist die Alte jetzt schon da? Nö. Ja, dann gehe ich jetzt rauf, mal wurscht. Dann gehe ich jetzt hinauf. Na, blöd, sind die Alte war ja am Tag 5, Tag 4 da, glaube ich, oder?
Ich weiß es gar nicht mehr, wann es da war. Ja, einen Schlüssel habe ich. Fuck it. Jetzt habe ich mich erschrocken. Bist du deppert? Also das war jetzt... Jetzt war es wirklich arg. Okay, warte mal, da habe ich ja auch so... Nö, ist verschlossen. Da ist nix. Da drehen wir wieder Licht auf. Licht auf. Also gerade Psst gesagt. Das war jetzt gerade ein bisschen creepy. Das war jetzt gerade ein bisschen sehr creepy. Ich bei dem Bild vorbeigegangen bin. So, warte mal. Licht auf. Licht an. Licht auf, ja. Mhm. Licht auf. Naja, halb so schlimm. Energie ist es eh noch voll. Achso, ich glaube Kakerlaken oder irgendwas. Da ist der Staub. Erst ist es, wenn ich mir das Licht abdreht. Ich weiß es ja nicht. Die Putze da, die Haushälterin, ist ein Wahnsinn. Schauen wir mal. Vielleicht geht da der Schlüssel. Achso, da war er schon. Ah ja, das war das Zimmer, wo wir vorher waren. Stimmt, ich erinnere mich. Oh, da geht er. Das gefällt mir gar nicht so. Puh. Nein, das war der Schlüssel. Oh, da ist noch einer. Jo, Batterien. Ja, scheiß drauf, verschwenden wir es halt. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Du hast bereits 10 Streichhölzer. Okay. So. Und so. Tihi. Ja. Tag 6. Es gab ein leichtes Gewitter. Das kann einem schon unheimlich sein in diesem großen Haus. Tag 6. Der Spielstand wurde gespeichert. Jetzt habe ich gar nichts. Jetzt habe ich keinen Schlüssel. Jetzt habe ich überhaupt nichts. Gewitter. Warte mal, da komme ich rein. Genau. Wenn ich hier reinkomme, warte mal, wo ist denn der Lichtschalter da? Dann komme ich hier rein. Lichtschalter. Brav. Psst. Okay. Da gibt's nichts mehr. Okay, da gibt's auch nichts mehr, weil da kann ich nicht rein. Die Tür ist verschlossen. Gewitter. Durchleben wir eigentlich das jetzt noch einmal, was damals war?
Sechste, was wir finden. Es gab ein Gewitter und Tag 6, es ist ein Gewitter.